genau, was denkst du, was werden wir hier im Meta-Band sehen? Oder okay, Gnar wurde jetzt als erstes rausgenommen. Ja, Gnar vielleicht so ein bisschen ein Pick, beziehungsweise ein Band, den man bestimmt auf den Top-Laner beziehen will vom gegnerischen Team. Denn Gnar, würde ich sagen, aktuell nicht so in der Meta vertreten. Deswegen vielleicht ein Target-Bann auf der anderen Seite. Da wird man jetzt auch gleich zum ersten Bann ansetzen. Ich denke mal, Niki, in der ersten Bann-Rotation werden wir wahrscheinlich viele Bans sehen, die eben auf bestimmte Spieler abzielen. Ja, ich denke, die Spieler kennen sich untereinander auch ganz gut. Kommen ja alle von, oder die meisten von der FAU. Jetzt sehen wir noch den Nunu-Bann auf der anderen Seite. Ich denke mal auch ein Target-Bann. Man kennt sich ja relativ gut, hat sich sicherlich auch gescoutet. Man will natürlich das bessere ESE-Team hier sein. Und als nächstes wird die MF noch rausgenommen. Die ist jetzt aber allerdings auch relativ in der Meta, also relativ stark trotzdem noch. Und deswegen denke ich mal ein grundsolider Bann. Ja, ADCs wurden ja gebufft. Endlich, muss man sagen. Ziel ja jetzt mehr Lauftempo und ADCs ein bisschen mehr Leben bekommen. Ein bisschen mehr Leben pro Level. Und MF fällt natürlich auch darunter, auch sie mit Crit am Start. Aber du hast gesagt, eh ein relativ starker Champ zur Zeit. Und auch Thresh, denke ich, ein Bann, den kann man immer mitnehmen. Ja, den kann man auf jeden Fall mitnehmen. Was auch ein Bann ist, den man immer mitnehmen kann, ist Kayn. Auch sehr, sehr stark mit der Entscheidung, welche Form man hier letzten Endes geht. Und als letztes wird noch ein Echo rausgenommen, den man natürlich auf mehreren Lanes sehen kann. Im Jungle vor allem wird er gerade öfter gespielt als auf der Mitte. Genau, und dann geht schon Richtung ersten Pick von ESQ. Die haben den First Pick, wird sofort der Ort gehovert und auch sofort eingeloggt. Auch hier wieder die Entscheidung für Ornn zu gehen. Haben wir auch schon relativ oft beim Turnier gesehen. Einfach Ornn, ein starker Top-Laner, hat gutes Late-Game-Scaling, auch mit seinen Items, die er seinen Teammates verbessern kann. Deswegen Ornn, ein solider Pick auf jeden Fall. Auf der anderen Seite jetzt die Botlane gepickt, Nautilus, Jinx. Man lockt hier ziemlich, ziemlich schnell die Champions ein. Also man hat sich anscheinend schon ein Game-Konzept von den Picks her überlegt und das geht anscheinend auch relativ gut auf. Man lässt hier dem Gegner relativ wenig Zeit zu überlegen und pickt hier relativ schnell die Champions. Ja, und Nautilus ein bisschen so der Lieblingspick von den ESE-Teams, denn gefühlt immer, wenn ich ESE gecastet habe, war Nautilus dabei und auch sehr gerne als Flexpick. Also ich glaube, ich habe ihn schon Top-Lane, Mid-Lane sogar, glaube ich, auch schon einmal gesehen. Und natürlich als Supporter geantwortet wird erstmal mit einer Leona. Ich glaube, jetzt haben wir mit Nautilus und Leona zwei Supporter, die, glaube ich, fast am meisten CC zur Verfügung haben. Auf jeden Fall könnte das schwierig werden für die Jinx da überhaupt wieder wegzukommen. Das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr gute Frontline natürlich. Apropos Frontline, okay. Jetzt wird der Draven erstmal gehovert, aber Frontline ist hier Leona, Ornn, die extrem stark sind und die Jinx, die ziemlich immobil ist, kann hier wahrscheinlich nur mit dem Flash entkommen. Und es wird noch ein Frontliner gepickt im Jungle hier, der Warwick auf Seiten von ESQ. Und das könnte jetzt schon schwierig werden für die Jinx. Du hast eine Leona, die über eine relativ gute Distanz ulten kann. Du hast den Ornn, der gefühlt die halbe Map ulten kann und da auch nochmal mit der zweiten Ult-Instanz sich dann knockupen kann. Und ein Warwick, der mit seinem Movement-Speed dich auch anspringen kann. Also das könnte auf jeden Fall schwierig werden, dafür die Jinx wegzukommen. Natürlich kann der Nautilus ein Stück weit peelen, aber er muss natürlich auch engagen, denn Sylas, Midlaner, der zwar engagen kann, aber der vielleicht auch dann platzt, wenn er engaged. Ja, Sylas platzt oft ziemlich, ziemlich schnell und ist natürlich auch von den Ultimates der Gegner abhängig, aber hier hat man, glaube ich, ganz gute Ultimates bis jetzt zur Verfügung. Und man nimmt jetzt hier, weil man den Midlaner gepickt hat, noch einen Midlaner als Bann raus, nämlich ist es Orianna geworden auf der Seite von ESE Coinflip. Genau, man will jetzt Sylas ein gutes Matchup auf der Mitte quasi provozieren, denn Orianna gebannt. Aber natürlich, Niki, Sylas könnte theoretisch auch noch Top-Lane gehen. Wir haben Nautilus ja auch noch als Flex-Pick am Start. Sagen wir mal, der würde jetzt auf jeden Fall Supporter gehen, dann haben wir Sylas immer noch Mitte. Notfalls kann er wahrscheinlich noch Top-Lane gehen, falls er jetzt Mitte ein ganz, ganz schlechtes Matchup hat. Auf der Seite von ESQ entscheidet man sich noch für den Grace-Bann auch eher. Zurzeit ein relativ starker Jungler. Ja, apropos Sylas, der könnte auch noch in den Jungle gehen, da hat man ihn auch schon öfter gesehen. Ist auch ziemlich, ziemlich stark. Was auch ziemlich stark ist, ist der Kassadin hier, der verdienterweise oder ja, wird hier rausgenommen. Kann man auf jeden Fall verstehen. Und somit wird jetzt der letzte Bann kommen auf der Seite von ESE Squirrels. Ja, letzter Bann und dann geben wir die zweite Pick-Rotation. Also noch 5 Sekunden haben sie Zeit. Sie können sich natürlich nicht entscheiden. Ein Jungler wäre noch eine Option. Sie entscheiden sich für einen Supporter. Also sie glauben tatsächlich, dass der Nautilus woanders hingehen könnte, außer die Support-Position. Denn Yumi wird rausgenommen. Auch sie relativ präsent zurzeit. Und jetzt ESC mit dem vorletzten Pick, bevor dann ESQ beide Champions zeigen muss. Das ist vielleicht auch nochmal ein Vorteil für ESC, ESE Coinflip, dass sie einfach jetzt noch ein bisschen warten können, bis sie den letzten Pick zeigen und eventuell dann noch einen Counter-Pick haben. Ich denke, man braucht hier jetzt aber trotzdem noch ein bisschen Frontline. Apropos Frontline. Frontline pur wurde hier gepickt, Maokai. Also der tankt hier natürlich sehr, sehr, sehr viel weg. Und jetzt bin ich aber trotzdem gespannt, wo dann der Nautilus hingeht, wenn sie ihn... Ich weiß, der Yumi-Bann geht ja doch eher gegen den Support. Da
Da bin ich mal gespannt, was da passiert. Also im Endeffekt wird es dann, glaube ich, doch der Nautilus Support, denn es sieht so aus, Maokai Toplane, Sylas, Midlane, das wäre, glaube ich, so das System, das man fahren will. Theoretisch könnte man Nautilus und Maokai auch noch swappen, Maokai Support, aber da gefällt mir der Nautilus dann vielleicht doch ein bisschen besser auf Botlane. Maisa jetzt noch eingeloggt für ESE Squivels, also da der Midlaner jetzt gegen Sylas gepickt hat, da werden wir später, glaube ich, nochmal drauf eingehen, auf die verschiedenen Matches, beziehungsweise Matchups, und jetzt haben wir hier nochmal den Last Pick. Ja, ich denke, das muss jetzt ordentlicher Damage sein, weil man hat hier zwar eine gute Frontline, aber noch fehlt so ein bisschen der AD-Damage dann vor allem. Ja, das ist auf jeden Fall einiges Damage an Damage, braucht aber eine Zeit lang natürlich, bis sie ins Game kommt, wenn es die Wayne dann letztendlich wird, und das wird sie. Gefällt mir sehr, sehr gut, die Team-Comp, braucht aber natürlich seine Zeit, um wirklich effektiv zu werden, und die Zeit sollte man natürlich nicht so krass fighten. Genau, ich wollte gerade sagen, es fehlt ein Hyper-Carry, so eine Tristana Late-Game oder ein Vayne Late-Game, aber es ist natürlich eine Late-Game-Kombo. Ornn, der ist im Late-Game stark, auch Leona immer noch im Late-Game stark, Malzahar, Vayne, auch sie im Late-Game extrem stark. Also du hast gesagt, man sollte vielleicht sich ein bisschen Zeit lassen, bevor man fightet. Und jetzt der letzte Pick dann tatsächlich eingeloggt, der Olaf. Ich habe jetzt kurz gedacht, es wird ein Lucian Mitte und Sylas Jungle, aber im Endeffekt ist es dann der Olaf Jungle geworden. Auch er ein sehr, sehr guter Duellant und Sylas Mitte. Ich hoffe mal, sie tauschen auch, sonst lag ich im Endeffekt doch falsch. Ja, man hat hier auf Seite von ESE Coinflip doch relativ viel Damage, muss ich sagen. Also doch um einiges mehr als ESQ. Also ich denke mal, man wird hier aggressiver versuchen im Early Game zu spielen. Der Olaf kann ja auch ganz gut ganken schon im Early Game und macht natürlich auch extrem viel Schaden. Im ESQ gegen ESC, wir springen rein ins Game. Wir haben es, glaube ich, durchanalysiert, Niki. Und jetzt erwartet uns, glaube ich, ein spannendes Spiel. Ja, ich hoffe auch, uns erwartet hier ein Invade. Also es sieht gerade so aus mit dem Nautilus. Hat man auf jeden Fall einige Möglichkeiten. Sylas könnte auch mit der E starten, aber hier steht ein Ward. Also ich denke mal nicht, dass es hier erfolgreich sein wird. Man sieht sie hier, zieht sie hier rechtzeitig zurück. Und ich denke, das hat man jetzt auch gemerkt. Und leider wird es dann natürlich kein erfolgreicher Invade. ESQ hat sich hier gut abgesichert mit dem Ward, was natürlich auch berechtigt war. Ja, also ich glaube im Endeffekt ein guter Ward hier von der Vayne, dass sie sich da nicht reinstellt, sonst hat Nautilus immer noch die Gefahr von Flash, Autotech, Hook, und mit Autotech ist ja einfach der leichteste CC, den Nautilus so hat, so mit dem Ward gut abgedeckt, und trotzdem entscheidet sich der Warwick für, nun mal sicher auf die Topside zu gehen, weil er eben nicht genau weiß, sind sie immer noch in meinem Jungle. Man hat sie eigentlich rauslaufen sehen, aber nicht, dass sie irgendwie obenrum nochmal gelaufen sind. Auch Warwick nochmal in die Base gegangen, um das Trinket zu wechseln, um gleich den Red Sweeper am Start zu haben, um gleich beim ersten Gank vielleicht zu schauen, ist da ein Ward, kann ich da ganken? Ja, das hätte der Olaf auch noch machen können. Genug Zeit hatte er auf jeden Fall. Aber hat sich jetzt hier dagegen entschieden, und es sieht so aus, als fängt der Olaf hier alleine an beim Blue. Die Botlane geht schon mal auf Botside von ESQ. Also auch interessant. Ja, und Midlane-Matchup. Wir haben ja jetzt schon drüber geredet. Wichtig natürlich auch dabei das Schild von Malzahar, das ein Spell blockt. Also der direkte Engage von Sylas, der wird erstmal geblockt. Deswegen muss man da dann vielleicht auch mit der Q arbeiten, das Schild auslösen und dann mit der E entsprechend reindashen. Das ist vielleicht so die Variante, die er dann fahren kann. Aber Sylas, der wird wahrscheinlich, lege ich mich jetzt mal so fest, nicht gewonshottet werden direkt vom Meister, denn er hat mit seiner W einfach nochmal die Möglichkeit, sich hochzugehen. Er hat theoretisch auch die Möglichkeit, ein bisschen auf defensive Items zu gehen, auch ein bisschen Leben zu gehen über ein Protobelt, auch da ja ein bisschen Leben, Cooldown Reduction dabei. Ja, genau, und durch den Botlane, also dadurch, dass man den Jungler nicht am Blue Buff geholfen hat, hat man jetzt natürlich hier die Priority, hat hier den Level 2 Vorteil, hat sich somit auch abgesichert gegen den Leona Vayne Engage. Und jetzt sehe ich gerade, der Warwick ist schon auf Botside. Ja, kein Ward hier im Trybush. Also man kann hier so vielleicht sogar für den Gank gehen. Leona mit Flash Engage wäre eine Möglichkeit. Macht sie auch. Aber die Jinx mit einem schönen Flash, in der jetzt die Frage, kommt der Nautilus dann nochmal raus? Der Flash jetzt auch weg. Ignite ist drauf. Hier wird gezogen, um nochmal für den Movement-Speed zu sorgen. Aber der Flash von Warwick nach vorne, und das ist das First Blood für ESQ. Das hat man hier sehr, sehr gut gespielt. Also da waren einige Summoners doch am Start. Aber trotzdem hat es dann letzten Endes für den Kill gereicht. Wir schauen nochmal kurz rein. Ins Replay, währenddessen Jinx engaged, aber was ist denn beim First Blood passiert? Wir sehen hier den Leona Flash, wurde sehr schön geflasht von der Jinx, aber der Nautilus kommt hier nicht mehr rechtzeitig weg. Der Heal kommt zwar noch durch, Auto-Attack fliegt aber, und der Warwick flasht dann nochmal für den Auto-Attack rein und somit First Blood hier für den Jungler und einige Summoners weniger. Ja, genau wie wir es angesprochen haben, Botlane, das ist auf jeden Fall ein Ziel, wo man hinlaufen kann. Es hat gerade nicht so funktioniert, wie wir es eigentlich prediktet haben, dass eben der Engage von Leona oder von Nautilus entsprechend auf den ADC kommt, denn auch hier Jinx reagiert mit dem schönen Flash. Jetzt muss Nautilus aufpassen, wenn er hier reinläuft, kann den Backport aber nochmal unterbrechen. Wenn da die Leona den Backport nicht durchzieht, muss er tatsächlich aufpassen. Jetzt die Vayne hier aber alleine, das kriegt sie auf jeden Fall hin, aber trotzdem hier wichtig,
Backport-Timing einmal ruiniert. Sie braucht jetzt relativ lang, bis sie weggeht oder muss sogar stayen. Ja, aber ich denke mal, man hat den Jungler Botlane gesehen und kann jetzt auf Seiten von Olaf hier, was er jetzt auch gerade macht, den Topside-Jungle invaden, was natürlich auch ein großer Vorteil ist. Gut, man hat jetzt den Gank dafür auf der Botside gehabt, aber Olaf hat jetzt auch schon einen kleinen Farmvorteil. Ja, und man trappt jetzt mal im Busch. Das wäre der zweite Gank auf Botside und den will man auch sofort ansetzen. Nautilus aber hier mit der Mechanics erstmal wegzuziehen, kommt da weg. Und Leona noch nicht ganz am Start, deswegen kann man auf das Condemn hier nicht follow. Jetzt hat man hier natürlich ein gutes Backbot-Timing auf Seiten von ESC. Also Jinx, Nautilus sollten hier ganz gut wegkommen. Und der Olaf hat auch den ganzen Jungle hier mitgenommen. Kann sich jetzt hier in die Base zurückziehen und vielleicht einen kleinen Item-Vorteil erspielen. Und ich denke mal, dann könnte es auch tatsächlich passieren, dass hier der Warwick 1v1 wird. Ja, und jetzt wäre zum Beispiel auch einer dieser Momente, die wir angesprochen haben vor dem Game, dass zum Beispiel jetzt ein Top-Lane-Gank erfolgreich sein könnte. Beide schon relativ low, bei der Half-Life jetzt nochmal ein Cookie reingeschmissen auf Seiten von Maokai, aber jetzt wäre die Möglichkeit, da vielleicht nochmal zu ganken. Olaf bis jetzt eher passiver Jungler, hat schön seine 35 Farm sich geholt, also dadurch einen guten Vorteil, aber war jetzt noch nicht ganken. Das würde aber vielleicht auch auf Level 6 dann ändern. Ja, ich denke auch auf Level 6 werden hier einige starke Ultimates freigeschalten, also Maokai Ult ist ziemlich gut zum Engagen, genauso wie die Ornn Ult und natürlich auch die Malzahar Ult, also da kann man auf jeden Fall was machen. Was man hier auch macht, hier ein Sneaky Drake mit dem Sylas hier, der Priority hatte. Ja, der Drake, der wäre nicht schlecht gleich für ESC, denn sie spielen gegen eine Late-Game-Kombo und wenn man hier den ersten Drake denied, dann wäre das auf jeden Fall eine gute Sache und man ist auch dran. Sylas versucht die Leute jetzt hier ein bisschen wegzuhalten, muss aber aufpassen, dass er da nicht zu offensiv reingeht und er geht hier relativ offensiv rein, kommt aber raus und der Trade dann da den Drake mitzunehmen auf jeden Fall worth. Ich denke mal, um die Leute hier abzuhalten, hätte man nicht unbedingt engagen müssen, war natürlich eine Option, die der Sylas gesehen hat und gewählt hat. Man hat hier jetzt aber auf jeden Fall, was wichtig ist, den Drake bekommen. Also das war ein sehr, sehr schneller Early Drake, also Cloud Drake, kann man immer mitnehmen auf jeden Fall. Ja, und ist natürlich dann auch die Opportunity in drei Drakes zur Soul. Auf der anderen Seite fürs Late-Game-Team wären jetzt noch vier Drakes bis zur Soul. Auch gerade wichtig für den Sylas, wenn da einer von den beiden Ult gehabt hätte, der Warwick oder der Meister, dann wäre er da wahrscheinlich auf jeden Fall gestorben, hat wahrscheinlich gesehen, die beiden noch nicht Level 6. Dann kann er da nochmal reingehen, aber ein bisschen riskant. Toplane jetzt auch das Duell zwischen Maokai und Ornn und Maokai scheint da ein bisschen besser klarzukommen auf Toplane. Ich wollte es auch gerade sagen, der hat hier einen ordentlichen Farmlead schon, das hätte ich jetzt nicht gedacht, weil der Ornn doch ziemlich solide Grundwerte hat und doch im 1v1 eigentlich ganz gut ist, dadurch, dass er auch Items auf der Lane schon kaufen kann oder forgen kann. Und jetzt trappt hier der Olaf den Warwick und der 4, der macht gar nichts, denn die Ult von Olaf, die ist an und das ist der Ausgleich 1-1. Ja, das ist das, was ich... Mitte, warum gehst du denn da rein? Du hast keinen Mana mehr, Sylas, wirst geultet, er versucht zu counterulten, aber da war das W, das alte W von Malzahar noch drunter und damit steht es 2-1. Ja, da sind jetzt auf jeden Fall zwei Sachen passiert, die sehr gut gespielt waren teilweise. Okay, Malzahar Ult ist jetzt nicht allzu schwer zu treffen, Point and Click R, aber der Sylas hat sich hier ein bisschen überschätzt, hat engaged, war aber schon Half-Life, wurde dann von der Ulti auch noch mitgenommen. Und somit hier ein Solo-Kill für den Malzahar und was ich vorhin angesprochen hatte, der Olaf, der hier den Jungle invaded hat, weil er zwei Level über dem Warwick war, also der hat sich hier ganz gut hochgefarmt und ist natürlich im 1v1 jetzt sehr viel stärker, hat doppelt so viele Items jetzt schon mittlerweile und ich denke, der Olaf kann jetzt langsam anfangen, irgendwo zu ganken. Aber trotzdem nicht schlecht für ESQ, denn sie haben zwei Kills, sind damit sogar leicht vorne in Kills, im Gold nicht ganz, das ist relativ even, haben den Drake abgegeben. Aber auf jeden Fall eine grundsolide Ausgangsposition für ein gutes Late-Game, denn wenn man jetzt schon 0-6, 0-7 behind wäre, dann wäre das Ganze etwas schwieriger. So, wenn das Spiel noch even ist, dann können sie auf jeden Fall ganz entspannt ins Late-Game scalen. Ja, was auch wichtig ist für die Late-Game kommt, dass man eben die Carries aus dem anderen Team relativ klein hält. Was jetzt hier auch passiert mit dem Sylas, der kommt hier nicht so wirklich an Farm bis jetzt. Der Meister spielt es hier ganz gut, spielt seine Range auf jeden Fall gut aus. Und auch die Jinx hat bis jetzt noch keinen Kill bekommen, hat zwar ein bisschen safe farmen können, aber trotzdem sieht es hier ganz gut auf, bezogen aufs Late-Game aus. Auch überrascht jedes Mal, wie der Ornn da Top-Lane nicht so gut dabei ist. Du hast es schon gesagt, er kann sogar Items auf der Lane sich craften, hatte sogar Magieresistenz schon am Start und trotzdem kriegt er da irgendwie gegen den Maokai gar nichts auf die Reihe. Jetzt versucht man hier vielleicht sogar Bot-Lane einen Dive anzusetzen. Malzahar ist nämlich auf dem Weg. Olaf ist aber auch around. Man geht jetzt hier erstmal rein. Leona mit der Ult auf den Nautilus und der Platz sofort weg. Flasht dann nochmal raus. Wayne, ein Auto-Attack wäre es noch gewesen. Aber man kommt hier raus. Beide relativ low. Der Nautilus, ein Auto-Attack noch. Das war jetzt hier ein kleiner Fight. Der Olaf war zwar da, der Malzahar ebenfalls, aber man kam hier doch ein bisschen zu spät.
Der Nautilus konnte hier durch seinen Flash rauskommen, obwohl das Ignite auch noch drauf war. Da hat dann letzten Endes der Damage von der Wayne gefehlt, die, wie ich jetzt auch gerade sehe, Berserkers First baut. Also ich weiß nicht, ob das so üblich ist, aber da war halt noch so ein klitzekleiner Damage, der da letzten Endes gefehlt hat. Ja, also Berserkers Boots bauen viele ADCs tatsächlich gerne auf ihren Champs. Das ist immer so eine Diskussion, ist das jetzt gut oder schlecht? Zum Beispiel Reckless oder so baut es auch sehr gerne. Sobald er weggehen kann und sie die sich leisten kann, nimmt er die auf jeden Fall immer mit. Und auf manchen Champs macht es auf jeden Fall Sinn. Bisschen mehr Attack Speed, bisschen mehr Movement Speed. Klar kann man trade gegen mehr Damage. Das ist die Frage, hätte es vielleicht mit einem Damage-Item, Teil-Item hier gereicht. Aber trotzdem auch hier wieder guter Trade für die Vayne. Und man kann sich vielleicht demnächst auch mal einen Solo-Kill sichern oder auf Botlane einen Double-Kill, währenddessen Top-Lane wird weiter getradet. Ja, der Maokai hier extrem stark schon. Also der hält hier einiges aus, kann hier den Ornn ziemlich klein halten. Und der Warwick kriegt hier noch relativ wenig von seinem eigenen Jungle, weil der Olaf hier relativ gut dominiert. Olaf hat natürlich jetzt bis jetzt noch nicht wirklich irgendwo vorbeigeschaut, aber ist jetzt Level 8 auch, also sehr gut dabei. Ich denke mal, wenn der Olaf jetzt Botlane kommen würde, dann wird es ziemlich schlecht aussehen für die Botlane von ESQ. Man könnte den Herald angehen, will aber vielleicht Toplane für den Dive gehen. Drei Mann Dive könnte das werden. Garsh pusht hier die Wave ein und dann warten da zwei Mann unten im Busch. Der muss jetzt natürlich hier versuchen, die Wave schnell reinzuschaffen. Vielleicht weiß es der Ornn, aber auch er will jetzt fürs Ward gehen und spottet natürlich damit die beiden. Die Frage, kann man ihn trotzdem noch wegdiven? Traut man sich das? Ornn zieht es die Ult, will vielleicht die Mini-Wave clearen. Maokai Ult kommt da schon reingeflogen. Sylas klaut sich auf jeden Fall schon mal die Ult vom Ornn und will ihn damit ulten. Der geht aber einfach rein auf den Maokai und killt ihn sogar noch fast. Maokai Flash weg. Man bekommt hier den Ornn down bei Nexa Fight auf Botlane. Nautilus läuft hier nochmal weg und Meister kriegt keinen in seine Ult rein. Ja, also da ist jetzt sehr viel passiert. Wir haben hier den Dive gesehen. Der Ornn hat es auf jeden Fall geahnt, hat hier den Ward nochmal platziert. Aber trotzdem hat es nicht mehr ganz gereicht. Hat mit der Ornn-Ult noch schön was gemacht. Der Maokai ist, wie gesagt, fast gestorben. War ganz knapp. Aber auf jeden Fall eigentlich schön gespielt vom Ornn trotzdem. Ja, und der Infernal Drake für ESQ, das ist auf jeden Fall auch eine gute Sache. Wir schauen uns aber erstmal das Replay an, Niki. Ganz genau, wir sehen hier den Dive-Versuch. Man hat hier jetzt die beiden gespottet auf Seite von Ornn. Der macht hier seine Ulti mit ready und der Maokai ultet währenddessen auch. Aber man kriegt hier auf Seite vom Sylas die Ult. Aber der Maokai kriegt hier sehr viel Damage doch rein von der Ornn-Ult. Kann hier gerade so nochmal wegflashen. Und dadurch, dass Sylas den Tower tankt, überlebt das letzten Endes auch. Aber es war sehr knapp hier an der Stelle. Also nicht perfekt ausgespielt, der Dive. Maokai hat er am Anfang sehr viel Damage kassiert tatsächlich, was ich jetzt nicht gedacht hätte. Ja, krass, wie viel Damage er da tatsächlich gemacht hat, der Ornn auf dem Maokai. Der hat jetzt aber sein erstes Item fertig, plus die Schuhe, also Spirit Visage am Start, plus den Pots, die er sich am Anfang gekauft hat, plus eben die Schuhe, also ein grundsolider Tank auf jeden Fall. Jetzt auf der Toplane mit dem Olaf hat man den 2-0 Jungler, da steht man auch gut da. Und Toplane, da wird immer weiter getradet. Es wäre natürlich jetzt einfach gut für den Maokai, versuchen möglichst viel an Farm zu kommen und einfach ein stärkerer Tank zu sein als der Ornn. Ja, das auf jeden Fall. Mittlerweile hat dann doch eher die Wayne ein bisschen Pressure. Ich meine, man hat hier auch vorhin gesehen auf der Botlane mit der Leona-Ult, konnte man hier ganz gut engagen, kriegt zwar keinen Kill, aber trotzdem eigentlich ganz gut. Und der Olaf hat ja auch vorhin den Kill bekommen, ist jetzt hier sehr gut dabei. 105 CS, 2-0. Nautilus da ein bisschen aggressiv. Die Ult rettet ihn vielleicht hier nochmal. Wayne versucht jetzt aber dahinter zu kommen. Tumbled vorbei an den Traps. Jetzt muss die Jinx vielleicht dran glauben. Olaf ist auch auf dem Weg Richtung Botlane. Es sieht aber so aus, dass man jetzt sich hier erstmal zurückziehen muss auf Seiten von ESQ. Der Olaf wäre wie gesagt da gewesen, aber der Nautilus auch eher hier wieder relativ knapp rausgekommen. Ja, und der Nautilus-Hook war auch relativ riskant. Also ich weiß nicht, ob man hier gut hätte followen können, selbst wenn der getroffen hat. Der Olaf war zwar da, aber doch noch ein Stück weit weg. Und ich denke mal, der Hook hätte auch schief gehen können. Ja, Olaf jungelt jetzt Richtung Midlane. Man könnte natürlich versuchen, mal auf den Kill Richtung Malzahl zu gehen. Der steht 1-0, 121 Farm, damit extrem gut dabei. Wir können vielleicht auch mal einen Blick aufs Gold werfen, auf die Midlaner vor allem, Niki. Denn 125 Farm zu 84, das ist schon relativ viel. Und natürlich der Kill, der spielt auch noch ins Gold mit rein. Ja, auch Jungle würde mich interessieren, weil Jungle müsste doch der Olaf einiges an Gold haben. Und wir sehen jetzt hier den TP auf Midlane. Oh, da kommt der TP rein. Ult erstmal gezogen. Olaf kommt dazu. Das könnte auf jeden Fall Kill werden. Er muss nicht mal die Ultimate aktivieren. Und Taki mit dem Kill auf der Midlane. Ja, hier ein schönes Sneaky Play. Also der Sylas hat hier einen Ward geplaced mitten auf der Lane. Das hat natürlich der Meister nicht erwartet. Und das schauen wir uns gleich nochmal an. So, hier sehen wir das Ward, auf das TP wurde. Der Sylas macht hier mit dem Protobelt
das Shield von Malsa weg. Kann ihn dann ulten und der Olaf macht mittlerweile so viel Schaden. Und dadurch ein Kill für Sylas, das ist natürlich sehr, sehr wichtig in dem Matchup, gerade weil er auch behind war. Lane ist gleich mal ein Riesenfight, sobald wir aus dem Replay springen, geht Spotlane zur Sache. Man versucht hier nochmal den Hook zu connecten, das schafft man auch. Nautilus holt es drauf, jetzt geht man aber hier nochmal in die Stopwatch. Jinx kriegt den ersten, Jinx kriegt hier vielleicht sogar den zweiten Kill und dann kann sie rennen. Aftershock rettet hier nochmal das Leben von den Leon. Und jetzt kommt der Meister dazu und der sagt sich, ich nehme den Double Kill einfach mal mit. Da ist ja auf jeden Fall sehr, sehr viel passiert. Wir kamen gerade aus dem Replay und schon ging es wieder weiter. Also alle schon wieder low gewesen. Wir haben hier den Herald gesehen, auf der Mitte von ESC gezogen. Und jetzt der nächste Fight. Olaf, der 1v1-Champ, der geht einfach hinterher. Zwei Level über Warwick. Der denkt sich, der Tower, der ist mir scheißegal. Und er kriegt den Kill. Jetzt die Frage, kommt er doch mal raus? Tower Shot, es reicht nicht. Und er kriegt den Solo-Kill. Ja, das war natürlich sehr, sehr risky hier an der Stelle. Aber Olaf konnte hier den Schaden gut einsetzen. Jetzt schauen wir noch mal kurz aufs Replay von vorhin, was wir nicht ganz gesehen haben. Hier der Hook trifft nicht ganz, die Leona-Ult geht aber durch auf den Nautilus, der hier ziemlich, ziemlich low wird. Aber auch die Wayne wird auf der anderen Seite ziemlich, ziemlich low. Jinx-Ult geht gerade so daneben und der Nautilus kriegt hier noch mal einen Tower-Shot mit, ist hier fast tot. Die Leona ist golden, bekommt gerade noch so ihren Stun durch auf die Jinx, aber Ludens killt dann letzten Endes den Nautilus und durch die Ultimate wird die Jinx auch noch dran glauben müssen, also da war auf jeden Fall einiges an Action vorhanden. Ja, und Aftershock hat da der Leona nochmal gut den Arsch gerettet. Du hast gesehen, sie ist reingegangen, hat zwei Autodecks gefressen und dadurch dann kein Damage bekommen. Jetzt versucht man hier sogar mal den Horn zu diven. Ein bisschen mutig, das merkt der Maoka jetzt auch, muss da ein bisschen zurückgehen. Und man sieht auch jetzt, Niki, wir können mal kurz auf die Vision eingehen. Gute Wards von ESC, Topside. Sie haben da zwei Pink Wards im River. Sie haben jeweils noch weiter geplaced, zwei Normal Wards und auch um den Weltraum ganz gute Vision, ne? Und man versucht jetzt hier auch mal reinzugehen auf Seiten von ESQ auf der Botlane. Jungler ist da, den konnte man nicht spotten, beziehungsweise erst relativ spät. Und das sollte der Kill werden auf dem Nautilus. Der geht dann nochmal in die Stopwatch Flash nicht zur Verfügung. Und deswegen ist es der Kill für ESC Nuata. Und der nächste Fight. Ich will mich hier einmal wegdrehen. Und der Olaf, der kommt einfach um die Ecke, nimmt den Malzer einfach mit. 4-0 steht der Typ mittlerweile. Der hat jetzt zwei Items, der ist extrem stark. 4-0, wie du gesagt hast, 450 Shutdown Gold. Und ich denke mal, das wäre jetzt auch ein Drake, den man jetzt angehen könnte. Es steht ja mittlerweile wieder 1:1 in Drakes. Ich denke mal, Mountain Drake wäre hier auf jeden Fall wichtig, gerade um ESQ das zu denyen, weil ESQ hat doch einiges an Chancen hier, den Mountain Drake oder die Mountain Soul dann letzten Endes gut zu verwerten. Ja, und interessant jetzt auch beim Sylas, die QSS am Start, ein Item, das ja eigentlich eher die ADCs bauen oder meistens zu 90%, würde ich jetzt mal sagen, die ADCs. Aber in einem Fall, wo man gegen den Malzer auf der Lane spielt, da kann man das auf jeden Fall mal mitnehmen, denn wenn der Sylas von der Malzer Ult getroffen wird, dann ist er wahrscheinlich einfach tot. So kann er sich mit der QSS eventuell safen, mit dem W dann nochmal healen und deswegen vielleicht eine ganz gute Entscheidung. Ja, ESQ ist hier eigentlich vollständig zurückgegangen und somit ein relativer Free Drake für ESC. Und der Olaf ist jetzt hier im Level auch schon ordentlich ahead, also der kann hier auf jeden Fall gut was machen. Und ich denke mal, er hat noch nicht so wirklich gegankt groß, aber er hat sich ab und zu einen Solo-Kill da im Jungle abgeholt und den Jungle dominiert er eigentlich komplett. Ja, und craftet jetzt die nächsten Items auf Top-Lane. Jetzt kommt es dann langsam an den Punkt, wo er die Items anfangen kann zu upgraden. Man versucht jetzt hier auf die Jinx zu gehen. Da war kein Ward im Busch. Trotzdem hat man da irgendwie die Ult drauf bekommen. Jetzt muss man mal aufpassen, dass man nicht gekillt wird. Denn die Nautilus-Ult, die ist Point-and-Click und wirft die Vayne nach oben. Und das sollte vielleicht sogar der Double-Kill werden für die Jinx. Die hat gute Tech-Speed, die kann da nochmal hinterhergehen. Nautilus muss jetzt aber aufpassen, dass er hier nicht stirbt. Die Jinx-Ult trifft nochmal ganz knapp und das Schild von Nautilus rettet ihn erneut. Ja, ganz knapp. Also es sah hier erst so aus, als würde die Jinx engaged werden, aber dann kam der Counter-Engage vom Nautilus, hat hier schön mit seiner CC-Chain gearbeitet auf die Wayne und die war dann relativ schnell down. Wir schauen jetzt nochmal kurz das Replay an. Hier sehen wir die Ult, also da war eigentlich kein Ward, trotzdem hat man es gesehen, der Engage auf die Wayne mit der Ult, Ignite, alles drauf und die Wayne platzt hier einfach und auch die Leona wird jetzt dran glauben müssen mit der Jinx-Ult, die gerade noch rechtzeitig kam, um den Nautilus zu safen mit seinem Schild.
Nice Hitbox, by the way. Sowohl bei der Jinx Ult als auch beim Nautilus Hook. Da war ich mir ja nicht so ganz sicher, ob die drauf waren. Schon beim Initialfight. Also Jinx Ult, die macht da nochmal eine Linkskurve und nimmt da nochmal die Leona mit. Und auf der anderen Seite auch der Nautilus Hook. Naja, der war so halb drauf, aber Nautilus, ich glaube, jeder kennt ihn. Der Hook, der trifft gefühlt immer, wenn du ihn einfach in die ungefähre Richtung schmeißt. Und damit ein wichtiger Double Kill für die Jinx, die mittlerweile auch QSS hat. Also man hat auf jeden Fall Angst vor diesem mit 3 Kills mal zu hauen. Das ist, glaube ich, auch berechtigt. Ja, was hier auch wichtig sein könnte, haben wir gerade gesehen, der Olaf hat sich den Herald hier gezogen und jetzt kann es sein, dass man wieder versucht, den Ornn zu diven. Der ist jetzt doch schon relativ tanky. Ich weiß nicht, ob das die beste Idee ist, aber vielleicht zieht man auch den Herald. Jetzt macht man eigentlich die klassische Rotation. Toplane bleibt erstmal Toplane. Man will jetzt die Mitte, beziehungsweise die Mitte auf Botlane schicken und die Botlane auf Mitte, um da ein bisschen Pressure zu machen, um eventuell auch dann den nächsten Drake, nächsten Herald anzugehen. Herald spawnt dann gar nicht mehr. Wir haben dann schon den nächsten Baron. Jetzt aber Toplane, den Tower, den nimmt man auf jeden Fall mit. Das ist der dritte Tower für ESD Coinflip und damit ein guter Vorsprung in Tower. Das auf jeden Fall. Man hat ja auch den Drake und man hat den Herald trotzdem immer noch. Also den kann man ja versuchen, jetzt hier irgendwo auf einer anderen Lane zu placen. Toplane hat man ihn ja, wie gesagt, nicht gebraucht. Der Ornn ist einfach freiwillig gegangen, wollte hier natürlich nicht gedived werden, hat den Dive wieder gerochen und ist somit einfach rausgelaufen. Ja, Vayne, die braucht jetzt natürlich ihre 2, 3 Items. Du hast es in der Champ Select schon gesagt, Vayne, ein guter Champion, aber der braucht nun mal ein paar Items, um stark zu werden. Das erste Item jetzt am Start, auch das kann man upgraden lassen von Ornn, das Blade of the Rune King. Upgrade wäre aber auch zum Beispiel noch auf einem Infinity Edge möglich. Jetzt erstmal mit den Schuhen, dem Blade of the Rune King am Start und jetzt demnächst dann wahrscheinlich mit dem Rage Blade. Und auch der Maokai hat hier einiges an Trades genommen, hat aber noch nicht so relativ viel gemacht. Trotzdem 200 Farm, also sehr, sehr gut dabei. Auch schon 200 Shutdown Gold auf sich. Und mittlerweile hat eigentlich den größte Teil vom Team ESC hier Shutdown auf sich. Also das wäre natürlich auch noch eine Option mit der starken Catch-Com von ESQ. Jetzt hier den ein oder anderen Shutdown doch nochmal zu kriegen, vielleicht auf den Olaf oder auf die Jinx. Ja, Olaf wäre hier extrem wichtig, mal den Shutdown zu bekommen. 500 Gold gibt es nochmal für ihn oben drauf, also insgesamt 800 Gold. Und das auf einem Midlaner oder auf einem ADC zu haben, da freut sich auf jeden Fall das ganze Team. Aber das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Er hat Ninja-Tabis am Start, er hat die Stopwatch, er hat seine Ult, er steht 4-0. Also ihn zu killen, das wird auf jeden Fall eine Aufgabe werden, denn er kann von CC nicht getroffen werden teilweise. Ja, das Stopwatch kann er nochmal Schaden verhindern und natürlich dann auch auf sein Team hoffen. Also wenn man ihn bekommt, ist es richtig gut. Vor allem, weil er auch den Herald hat. Jetzt wird man hier erst bei Botlane versuchen zu engage. Eine Ult gezogen auf den Sylas. Der macht jetzt einfach die Counter-Ult und da kommt der Olaf mit dazu. QSS gezogen und das ist der nächste Kill für den Olaf. Ja, 5-0 mittlerweile. Also der Malzahar konnte sich hier trotz seiner Ult, trotz seinem Damage hier kaum wehren. Und man hat sich hier jetzt den nächsten Kill, wie gesagt, gesichert. Und jetzt hat man natürlich Chance, hier irgendwo den Herald zu ziehen. Ja, das sehen wir hier. Auf der Botlane war es, glaube ich, oder Midlane. Am Botlane zieht man den Herald. Du hast es angesprochen, eine gute Möglichkeit hier, den Tower mitzunehmen. Der erste Charge ist durch und man kriegt auch keinen zweiten durch, denn da ist hier die Botlane von ESQ am Start. Und sie wollen hier fighten, aber es ist eine 3-auf-4-Situation. Die Frage, war das so clever reinzugehen? Nautilus super tanky mit Stoneblade. Leona aber auch auf der anderen Seite. Man kriegt hier tatsächlich keinen Down. Jinx Ult wäre noch zur Verfügung, aber Leona überlebt das Ganze nochmal. Und der Herald im Endeffekt gar nicht so useful. Man kriegt den Tower trotzdem, aber in Anführungszeichen nur einen. Ja, aber wie du gesagt hast, sehr, sehr tanky hier die beiden Supports. Also man hat hier wirklich auf den Nautilus engaged. Der hat aber fast keinen Schaden genommen. Und auch die Leona war hier eigentlich ziemlich tief drin und hat auch trotzdem eigentlich gar keinen Schaden kassiert. Konnte hier eigentlich easy wieder rauslaufen und somit auf beiden Seiten kein Kill gefallen. Ja, ein Toplane, das ist ein Duell in der Nutshell. Also so stellt man sich die Toplane vor. 220 Farm zu 150 Farm. Beide einfach nur auf ihrer Insel. Währenddessen großer Fight um den Drake. Schöner Sylas eh. Aber da ist man mittendrin im Team 1-1 Trade. Jetzt kann ESQ vielleicht zurückschlagen. Vayne steht super hinten. Kann da super viel Schaden machen. Und die Jinx, die muss jetzt einfach rennen. Flash da nochmal weg. Wird dann nochmal down gechased. Aber das wird auf jeden Fall der zweite Drake werden für ESQ. Ja, man hat hier jetzt einen Kill. Bekommen zwei Kills sogar. Aber trotzdem keinen von den Shutdowns. Trotzdem wichtig, wir schauen noch mal kurz rein ins Replay. Da können wir es vielleicht noch mal genauer sehen. Der Sylas ist hier engaged mit der E auf den Warwick, stand dann aber mittendrin im Team. Die Malzahar Ult kam durch, der Nautilus kommt hier auch nicht mehr raus. So tanky ist er dann auch nicht und die Jinx muss jetzt hier auch noch rausflashen. Also das war ein ziemlich cleaner Teamfight von ESQ hier. Die Vayne konnte schön hinten stehen, hier den ein oder anderen Auto-Attack machen. Und somit hat man hier den Teamfight genommen.
und auch den Drake. Und es steht jetzt 2-2 in Drakes. Auf beiden Seiten jetzt Mountain Drake, der natürlich extrem wichtig ist. Ja, und goldtechnisch 35k zu 41k. Wir können vielleicht dann auch nochmal gleich einen Blick werfen, wenn die Regie es uns nochmal einblendet, auf die detaillierten Goldangaben. Denn der Olaf, der ist wirklich richtig, richtig gut dabei. 700 Shutdown Gold, 6-0 steht er. Und das ist auf jeden Fall ein ordentlicher Wert. Wir können auch nochmal drauf blicken, dass der Maoka jetzt mittlerweile 2 Items hat. Und wenn der mal im Teamfight dabei ist, Niki, dann ist es, glaube ich, wirklich eine extrem starke Frontline, denn der ist wirklich ahead. Ich meine, der Olaf kann ja auch Frontline spielen mit seiner Ultimate, kann den eigentlich relativ keiner aufhalten, hat jetzt hier auch GA zur Verfügung, also 3 Items extrem stark und auch die Jinx ist ja dabei, die von hinten einiges machen kann und der Nautilus, wie gesagt, auch noch als Frontline-Option. Also ich denke mal, wie du gerade gesagt hast, wenn der Maokai dann auch noch im Fight dabei ist, dann soll es eigentlich ziemlich gut aussehen für ESC. Ja, Seal jetzt auch am Start für die Jinx, eben das Item, was gebufft worden ist in diesem Patch, was die ADCs eben stärker machen soll. Ein bisschen mehr Lauftempo, was für Jinx nicht schlecht ist, denn sie hat nur das Lauftempo. Das ist das Einzige, was sie hat, um wegzukommen. Sie muss einfach die Füße in die Hand nehmen und rennen, um eben vor einer, zum Beispiel Leona, vor einem Warwick, vor einem Ornn wegzukommen. Und da hilft ihr nochmal das zusätzliche Lauftempo und natürlich auch ihre Passive, wenn sie einen Kill bekommt. Kommt sie da vielleicht auch nochmal besser weg, aber sie hat natürlich einen Olaf um sich rum, den Maokai um sich rum und sollte damit eigentlich ganz gut spielen können. Ja, der Ornn kommt jetzt langsam in Richtung der interessanten Level, also wo er für Teammates quasi auch Items upgraden kann. Das wäre jetzt natürlich sehr wichtig für die Wayne, aber ich glaube, Rageblade kann man noch nicht upgraden, da bräuchte man Infinity Edge oder sowas in die Richtung. Auf Malzah könnte man theoretisch das Lunes upgraden, aber ich weiß nicht, ob man dann dafür geht jetzt. Ja, die Frage, geht man dafür, das in Anführungszeichen vielleicht schwächere Item abzugraden und nicht das Rabadons, was ja deutlich mehr AP bringen würde, und entscheidet sich dafür jetzt dann zu upgraden, wenn es dann möglich ist, um einfach dieses Golddefizit auszugleichen, was man eben gerade hat. Und man versucht jetzt hier Toplane für den T2 Tower zu gehen. Ornold wird aber gezogen. TP ist auch am Start. Man will diesen Tower auf jeden Fall verteidigen. Malzah holt, ist drauf. Warwick, der kommt einfach über die Wand gesprungen, geht rein, aber platzt auch dann sofort weg. Erster Kill aber am Start. 2 Kills für ESQ. Und jetzt können sie versuchen, da nochmal hinterher zu gehen. Jinx aber auch noch gut am Start. Sie lässt sich aber von den Leona treffen. Das könnte fatal werden. Ein Autotech noch. Dann geht sie vielleicht sogar am Dot down. Und jetzt ist es ein 4 gegen 2. Leona super low, muss da rausgehen. Und der Olaf, der will einfach nicht sterben. Jay immer noch am Start. Und man kann ihn jetzt versuchen zu kiten, jetzt im Jay, und jetzt wird man vielleicht die 700 Shotgun Gold endlich mal bekommen und sie landen im Endeffekt auf dem Ornn. Sehr guter Fight, man hat sich hier entschieden, den Turret zu deffen, was natürlich sehr, sehr wichtig war. Man hat hier den Shutdown bekommen auf den Olaf und auf die Jinx, also das war extrem gut. Wir schauen es uns nochmal im Replay kurz an. Wir haben hier gesehen, der Opener war eigentlich die Ornn-Ult, der TP kam auch direkt durch. Der Warwick, wie du gesagt hast, kommt da einfach über die Wand gesprungen, trifft allerdings keinen. Und wir sehen hier die beiden Tanks, die extrem stark sind. Der Sylas hat sich mit der Warwick-Ult zwar noch einen Kill gesichert, trotzdem geht's nicht gut aus. Auch für die Jinx, die hat gerade noch QSS, stirbt aber dann am Malzah dort letzten Endes. Also sehr, sehr unlucky. Und auch der Maokai muss eigentlich dran glauben, aber erstmal wird natürlich der Olaf genommen. Der verliert hier sein GA. Und somit kriegt man dann den Shutdown. Ich weiß nicht genau, wer es bekommen hat, aber wir sehen es wahrscheinlich gleich. Wird wahrscheinlich der Malzah gewesen sein. Nein, der Ornn ist es, okay. Nimmt sich hier die 1000 Gold mit, was natürlich auch extrem stark ist. Hat jetzt hier seine 2 Items schon geupgradet. Ja, wichtig wäre aber auch für die Vayne gewesen, da mal einen entscheidenden Kill zu bekommen. Denn man hat gesehen, Leona schafft es, eine E zu bekommen auf die Jinx. Und Vayne macht 3 Autotechs und sie stirbt nicht. Das darf eigentlich nicht so sein. Du brauchst eigentlich eine Vayne, die macht 3 Autotechs und der gegnerische ADC muss weg sein. Denn ich glaube, die Chance, dass Leona eine E auf die Jinx bekommt, die hat man nicht so oft, außer vielleicht verbunden mit einem Flash. Und dass Vayne dann auch noch so gut rankommt und entsprechend die Autotechs machen kann, da braucht man dann auf jeden Fall genug Schaden, um die Jinx im Endeffekt töten zu können. Wir schauen nochmal auf Vaynes Item, hat jetzt Executioners am Start, eben gegen einen Maokai, gegen einen Olaf, gegen einen Sylas, auch wahrscheinlich vielleicht ein bisschen gegen die Jinx, wenn sie später Livestream baut, aber vor allem gegen die 3. Ja, ESC schafft es hier noch nicht so wirklich auf die Vayne irgendwie zu kommen, wogegen ESQ es natürlich sehr, sehr schön schafft, haben wir ja gerade gesehen, auf die Jinx trotzdem zu kommen. Und die Vayne kann hier eigentlich Free Damage verteilen, ist zwar noch nicht ganz so stark wie die Jinx, aber trotzdem schon ganz gut dabei. Der Flank ist am Start, aber die Frage, wird der Flank zur eigenen Trap? Der Nautilus, der flasht hier sofort über die Wand, war zwar noch Full Life, aber da standen 4 Leute von ESQ, schöne Möglichkeit da zu flanken, aber dann laufen alle weg und Nautilus, der ist der Alleinige, der da noch im Busch steht, und dann muss man sich zurückziehen und über die Wand flashen. Jetzt ist natürlich die Frage, jetzt ist auch Nash ist auch schon ab seit 8 Minuten.
Und der Drake wäre natürlich extrem wichtig für beide Teams. Es ist jetzt die Frage, ob man hier die Sachen tradet. Ob jetzt hier ESQ den Baron rechtzeitig bekommt, weil ESC hat natürlich den Drake schon mitgenommen. Jetzt ist die Frage, ob man hier rechtzeitig drankommt. 5000, 4000 HP, die Jinx, die ist jetzt around Midlane. Man muss den Baron jetzt finishen oder sich zurückziehen. Man entscheidet sich dazu, zurückzuziehen. Es war so ein mutiger Call und im Endeffekt zieht man es nicht durch. Und jetzt verliert man sogar noch den Jungle und riskiert dann, dass ESC den Baron macht. Denn man muss sich hier zurückziehen. Sylas geht dann nochmal über die Wand, will hier auf jeden Fall nochmal chasen. Ehe hätte er vielleicht gleich nochmal zur Verfügung, um nochmal hinterher zu gehen. Aber da muss man dann den Baron, glaube ich, einfach durchziehen, Niki. Weil im Endeffekt verliert man den Jungler und wird den Baron wahrscheinlich auch so verlieren. Das war jetzt natürlich ein sehr guter Move für ESC. Die haben hier den Mountain Drake mitgenommen. Jetzt fehlt nur noch einer bis zur Soul. Und den Baron konnten sie auch denyen. Sie haben hier noch den Jungler mitgenommen, was natürlich jetzt auch gerade, was den Baron angeht, sehr, sehr wichtig ist. Ja, es war ein riskanter Call. Sie waren ungefähr bei 3500 HP, aber da müssen sie wahrscheinlich versuchen, ihn durchzuziehen. Denn im Endeffekt stirbt der Jungle und auch so gibt man den Baron ab. Und so hätte man eben die Chance gehabt, den Baron eventuell noch zu bekommen. Und so gibt man ihn wahrscheinlich kampflos aus und verliert ihn vielleicht sogar noch den Fight. Denn man will hier nochmal reingehen und mit in dem Team dabei. Und man kriegt zwar den ersten Kill, die Vayne, die muss jetzt aber Schaden machen von hinten. Denn die Jinx, die rastet gerade komplett aus. Double Kill für den Olaf am Start. Die Flash jetzt hier nach vorne, will den Malzer mitnehmen. Das schafft sie auch. Und jetzt ist der Orn Last Man Standing. Der lebt aber auch noch, kommt jetzt dazu. Am Ende wird sogar der Winning Fight für ESQ. Denn sie versuchen jetzt hier noch den Maokai down zu chasen. Warwick, der kam aus der Base angespeedet. Man wird hier wahrscheinlich den Maokai noch bekommen. Schöner Knockout vom Orn. Und im Endeffekt kein Baron mehr für ESC. Ja, kein Baron, wenn man hier den Maokai noch kriegt. Ich denke mal, das sollte passieren. Ja, sieht so aus. Und wir haben jetzt hier einige Shutdowns gesehen und einen sehr, sehr guten Fight. Trotzdem, obwohl es am Anfang nicht so gut aussah für ESQ. Wir schauen es uns nochmal kurz an, den Fight. Also man konnte... Will ich sehen, wie, weil ich weiß nicht, wie die diesen Fight gewonnen haben. Man konnte hier den Baron eigentlich ganz gut durchziehen auf Seite von ESC. Die Leona versucht ja den Engage zu kriegen, aber man kriegt erstmal den Engage hier auf den Ohren. Der kassiert aber einiges. Der Sylas platzt eigentlich instant. Und jetzt schaut es noch relativ gut aus für ESC. Der Meister überlebt da gerade noch so und der Ohren tankt da eigentlich alles weg. Die Jinx flasht nach vorne, kriegt den Malzahar zwar noch, aber dann kommt der Warwick noch dazu, macht auch noch mal einiges an Damage, kriegt hier jetzt die Jinx und wie wir es auch gesehen haben, man kriegt dann auch noch letzten Endes den Maokai. Also ich weiß jetzt trotzdem noch nicht so ganz, wie man hier den Fight gewonnen hatte. Der Sylas hat ein bisschen geintet, sage ich jetzt mal, also der wurde eigentlich relativ schnell von der Malzahar Ult rausgenommen. Das war, glaube ich, ganz gut und auch die Jinx, die musste dann nach vorne flashen. Die Vayne war zwar früher tot als die Jinx, aber trotzdem, der Warwick, der hier aus der Base kam, war, glaube ich, relativ unerwartet für ESC. Und dadurch konnte man diesen knappen Fight trotzdem noch für sich entscheiden. Ja, und ich glaube, der Ornn war der heimliche MVP dieses Fights, denn der hat die Jinx gekillt, der hat den Sylas davon abgehalten, reinzugehen. Der hat die Jinx ultra lang getankt, der hat gefühlt alles getankt, der war am Ende immer noch da, hat den nächsten Shutdown bekommen, hat jetzt ultra viele Items und gefühlt ist der jetzt unkillable und kann gefühlt alles umrennen. Ja, das auf jeden Fall. Jetzt wäre es natürlich wichtig, den Drake anzugehen, wollte ich sagen, für die Soul. Für ESC wäre es natürlich auch ganz gut, weil Maokai ist ein guter Tank, Nautilus auf jeden Fall auch, also da wäre es auf jeden Fall... ziemlich worth. Auf der anderen Seite, auf Seiten von ESQ muss man es, denke ich, auch versuchen, den zu contesten. Und wir sehen jetzt auch mal das Gold. 3000 Gold auf Midlane und im Jungle 4000 Gold für den Olaf. Das ist natürlich massiv. Und auch auf der Toplane mittlerweile gar nicht mehr so groß der Goldunterschied. Trotzdem Farmunterschied. Gerade mal 1000 Gold. Aber auf der Botlane sehen wir es auch relativ deutlich. 1500 Gold für die Jinx. Trotzdem kommt die Vayne langsam ins Rollen und das ist natürlich gefährlich für ESC. Das Problem ist bloß von Olaf 4000 Gold ahead, aber im Midgame bringt dir es was, wenn du Ult zündest und einfach durch alles durchlaufen kannst und nicht sie sieht werden kannst. Aber im Late Game, da drückst du Ult und wirst einfach gewonshottet vom gegnerischen Team. Und Niki, deine Theorie war ja ab 30 Minuten, da wird es schwer für ESC Coinflip. Da hat ESC Squibbles vielleicht sogar die Nase vorne und das könnte jetzt passieren. Upgraded Item auf der Vayne, die jetzt mit, lass mich nachschauen, 2,5 und dann nochmal ein halbes Item, also sagen wir 3 Items am Start ist. Der Ornn, der jetzt seine 2 Items geupgradet hat und auch der Malzahar mit dem Upgraded Ludens. Also die sind jetzt richtig stark, wenn sie den Drake bekommen, dann haben sie auch die Opportunity für die nächste Soul. Und ich sag mal so, wenn sie den Drake jetzt verlieren, wird es schwierig, wenn sie ihn bekommen, dann gewinnen sie dieses Spiel. Wie ich gesagt habe, ab ungefähr 30 Minuten kommt langsam ins Rollen. Wir haben ja gesehen, der Ornn hat
so viel getankt. Und man hat hier einiges an Engage-Potenzial. Der Sylas kommt noch nicht so wirklich ins Game. Kann hier eigentlich keine Ultimate so finden, die ihm nützt. Nimmt sich ab und zu die Malsaha-Ult, wird aber dann selber vorher gemalsaha-ultet. Und der platzt auch relativ schnell hier gegen die Teamkom. Jetzt der Drake ab. Meine Theorie, wenn ESC Coinflip sich hier den Drake sichern kann, dann wäre das nochmal ein wichtiger Sprung für sie. Dann können sie dieses Game vielleicht doch gewinnen. Aber man will jetzt hier reingehen. ESQ will hier rein. Ornn Ult nicht reaktiviert. Jetzt kommt die andere Ornn Ult raus. Sylas hat sich die Ornn Ult geklaut. Und Ornn, der ist schon super low. Versucht hier nochmal rauszugehen. Auf der anderen Seite, Vayne kriegt den Autilus da. Bis jetzt 1 für 1 Trail. Und jetzt kommt aber die Backline. Jinx, die ist aber super low. Da bräuchte man einen Autodeck von der Vayne, wenn die da versucht, mal reinzutammeln. Jetzt flasht aber der Olaf auf sie drauf. Double Kill für die Jinx auf der Leona. Guter Fight für ESC Coinflip, aber super close. Super close, ja, der Fight war auch ziemlich gesplittet hier auf zwei Seiten und man sieht jetzt hier, dass der Drake gemacht wird und jetzt ist es die Soul, wie du es angesprochen hast, jetzt wird es eigentlich relativ schwer für ESQ, wir schauen aber nochmal kurz ins Replay rein. Wir sehen hier, der Fight hat sich so in der Mitte ein bisschen gesplittet, die Ornn-Ult zum Engagen, wir sehen jetzt hier zwei Member von ESQ in der Backline, aber der Sylas, wir sehen hier, der Sylas ist allein gegen vier, dann kommt die Stopwatch, dann kann das Team langsam followen, aber der Sylas überlebt hier ganz knapp. Trotzdem kommt die Jinx noch gerade so zur Hilfe und der letzte Ignite-Tick reicht nicht mehr ganz durch das Level ab, habe ich gerade gesehen, überlebt das dann letzten Endes noch. Also das war hier ein sehr riskanter und sehr knapper Fight. Also wenn bei der Leona noch alle Tastaturen an der richtigen Position sind, dann herzlichen Glückwunsch, denn ich glaube, jeder hätte gerade seine Tastatur einfach genommen und zerschmettert, denn sie hat gefühlt einen 10 AP Sylas engaged, der hat sich dann geheilt, das Ignite reicht ganz knapp nicht, Level Up kommt, also ich glaube, alles, was man sonst an Kill bekommen kann, ist hier schief gegangen, Nautilus Ult einfach mal auf die Vayne, einfach mal die Respektschelle verteilt und währenddessen versucht man hier auf die Vayne, auf die Jinx zu gehen, da wird aber gut geblockt vom Sylas, der jetzt ist aber schon relativ low, TP kommt durch und jetzt muss Warwick erstmal laufen, denn da kommt Maokai, der zieht die Ult. Die trifft erstmal den Ornn und die Leona. Sehr, sehr langsamer Fight bis jetzt. Die Tanks stehen vorne, die halten sehr, sehr viel aus. Jetzt geht man aber rein, versucht da die Kill zu bekommen. Maokai, der ist einfach undiable. Vayne tumbelt hier ein, zwei, dreimal weg und kriegt jetzt dann vielleicht den Kill. Maokai, der lebt immer noch. Warum lebt er denn immer noch? Da geht man in die Stopwatch. Jinx ist jetzt down. Wichtiger Kill für ESQ. Auf der anderen Seite fallen aber zwei Leute und Olaf mit dem nächsten Kill. Was war das für ein Fight, Niki? Also Wahnsinn, da ist 30, 40 Sekunden ist eigentlich niemand gestorben. Also man hat hier eher die Tanks engaged. Letzten Endes ist aber dann trotzdem die Backline gefallen. Die Jinx ist als allererstes gefallen von der Malsaha Ult, der dann ins Sonyas gegangen ist. Und trotzdem somit ein guter Fight für ESC, die jetzt auch mit ihrer Soul, denke ich mal, einen kleinen Vorteil trotzdem noch in den Fights haben. Warum hat dieser Maokai überlebt? Der stand einfach 10 Minuten im Gesicht von der Vayne, die ist getumbelt, hat versucht da irgendwie Schaden zu machen. Mit dem Rage Blade hat sie eigentlich super viel Schaden, auch auf Tanks mit dem Blade of Rune King, das jetzt sogar geupgradet ist. Mit dem Executioner ist eigentlich sogar die Möglichkeit, das Healing zu reduzieren. Und der Maokai, der ist einfach nicht gestorben. Das war incredible. Und am Ende kommt er sogar nochmal raus. Und dann im Endeffekt guter Fight für ESC. Jetzt natürlich die Frage, wer bekommt den Baron, wer bekommt den ersten Inhib? Und wer kann jetzt das Ruder an sich reißen? Was dann natürlich auch nochmal wichtig wäre für die Fights, wir sehen ja sehr, sehr viele Teamfights, kaum irgendwelche Catches, wäre dann in 3 Minuten dann tatsächlich auch der Elder Drake, weil der würde natürlich in Fights enorm helfen. Jetzt haben wir ja gerade einige Situationen gesehen, wo einige Member ziemlich low gedroppt sind und da würde natürlich der Elder, der dann executed, enorm helfen. Auf beiden Seiten haben wir das jetzt gesehen. Also ich denke mal, das wird dann noch ein Objective, für das man auf jeden Fall fighten sollte. Also wenn die Vayne full Item build ist, dann wird es nochmal richtig, richtig gut für E-Scribbles, denn dann kann man so jemand wie den Maokai doch relativ schnell killen, denn Vayne ja bekanntlich der Tankschredderer schlechthin, dann macht sie vielleicht, ich sage jetzt mal, 9, 10 Autodecks, aber die kommen ja relativ schnell raus und dann kann man vielleicht den Maokai hier killen, denn bis jetzt ein einziger Tod auf ihm und man kriegt ihn ja einfach nicht down. 3,5 Items am Start, auch nochmal die Schuhe am Start, die alle CC-Beeinträchtigungen ein bisschen reduzieren. Also er ist wirklich sehr, sehr gut in Game dabei. Verkauft jetzt auch nochmal vielleicht sein vorletztes Item, um dann nochmal hier auf das nächste Teil-Item zu gehen. Also jetzt quasi mit 4 Items am Start. Ja, man ist hier auf beiden Seiten schon ziemlich gut dabei. Auch der, auf die Midlane kommt langsam rein, hat jetzt das Rabadons 2-4-11 einiges an Assists bekommen. Trotzdem findet man hier langsam, würde ich jetzt sagen, ins Game rein. Ist natürlich trotzdem schwer gegen diese Frontline.
als Sylas willst du ja in die Backline, du willst auf die Wayne, du willst auf den Malzahar, aber das ist relativ schwer, weil hier natürlich ein Ornn steht, da steht eine Leona und ein Warwick und auch der Malzahar aus der Backline kann dich trotzdem noch ulten und somit ist das hier gar nicht so leicht für den Sylas. Ja, und immer noch ein bisschen Jungle Difference in diesem Game. Das ist gar nicht negativ gemeint gegen den Warwick, denn der hat ein okay Game, würde ich jetzt mal sagen. 4-6, nicht die besten Stats, aber das ist in Ordnung. Aber auf der anderen Seite der Olaf, der ist nämlich total ausgerastet mit 9-2. Und man sieht es auch am Itembild. Der Warwick mit Jungle-Item und noch zwei Items am Start. Auf der anderen Seite der Olaf, der ist schon Full-Build. Und das macht einfach einen riesen Unterschied. Der Olaf, der carried immer noch gut rein. Auch wenn Olaf im Late-Game nicht mehr so extrem stark ist vielleicht wie im Mid-Game. Aber wenn er Full-Build ist, 300 Gold Shutdown auf sich drauf hat, plus die Mountain Drake Soul, dann ist er immer noch stark. Bis jetzt sehr, sehr spannendes Spiel. Also da geht's ordentlich zur Sache. 18-19 steht's. 39. Minute mittlerweile schon. Also da ist noch auf jeden Fall noch kein Inhib gefallen. Also auf beiden Seiten noch, sage ich mal, kein Fight so fatal gewesen, dass man hier ordentlich durchpushen hätte können. Der Baron, der gemacht wurde, war ja letzten Endes useless, als dann das ganze Team von EST letzten Endes doch noch gestorben ist. Also extrem spannendes Game. Elder Drake, der ist jetzt gleich am Spawnen. Man kann sich überlegen, Niki, da ist auch nochmal deine Einschätzung dazu. Kann man den vielleicht sogar traden? Für welches Team wäre es vielleicht sogar besser zu traden? Und wenn ja, welches Objective? Boah, ich glaube, den Elder Drake sollte man auf keinen Fall traden. Weil wenn man den tradet, wir haben es ja gesehen, wenn man hier fightet, da... Einige Member healen sich dann, wenn sie low sind, wieder hoch. Und ich denke mal, der Elder Drake, wenn man den abgibt, dann sollte man auf jeden Fall, das sollte man nicht gegen den Baron. So gut der Baron auch als Objective ist, der Elder Drake ist in dem Spiel jetzt, sage ich mal, wo ziemlich oft gefightet wird und auch oft in diesen Teamfights gefightet wird. Und auch einige Member ziemlich low überleben, sehr wichtig. Jetzt der Engage, man trifft aber die Jinx leider nicht. Ornn wird hier nochmal geultet vom Nautilus. In der Fight geht los, Sylas, schon Half-Life, hat sich aber die Ornn-Ult geschnappt. Und Leona, die wird hier ganz alleine gelassen. Die kriegt man sofort down. Jinx mit der QSS am Start. Der Double-Kill schon für ESC am Start. Und jetzt kann man vielleicht hier das Game gewinnen. ESSG, sie müssen rennen. Vayne, die ist permas, die sieht einen, bekommt man down. Zwei, der Malzer, der macht hier nochmal super viel Damage, aber das wird nicht reichen. Double Kill am Start. Wenn die Jinx noch stirbt, dann kann man das Game vielleicht nochmal saven. Der Quadra Kill für den Sylas und das könnte der Finish werden. Das war jetzt ein Fight, der hat langsam angefangen, doch dann ging er voll zur Sache. Der Maokai hat hier das sehr, sehr schön gemacht. Der hat auf die Jinx, glaube ich, drauf geflasht und das war sehr gut gespielt. Die Jinx konnte hier komplett ausrasten und der Sylas hat irgendwie somehow den Quadra Kill bekommen und man kriegt jetzt hier den Elder Drake. Das sollte sehr, sehr gut sein. Ich meine, wenn man jetzt schon den Fight gewonnen hat, dann wird es mit Elder Drake natürlich noch ein bisschen leichter. Also schau mal auf die Deathtimer. Den hätte man auch finishen können oder zumindest versuchen können oder den Baron nehmen. Also Elder Drake, okay, wir schauen aber erstmal aufs Replay. Ja, wir sind hier die Leona-Ult als Engage. Man zieht sich hier relativ schnell zurück, als diese Nautilus-Ult kam und der Sylas musste eigentlich am Anfang rausflashen. Kriegt hier die Ornn-Ult aber noch mit und die Leona konnte sich nicht mehr bewegen. Der Warwick jumpt da ziemlich aggressiv rein, wird instant gewone-shottet und auch der Ornn kommt hier nicht mehr raus. Und hier war das angesprochene Play von Maokai, der hier auf die Jinx engaged. Da wird alles gezogen, auf die Wayne engaged, sorry. Da wird alles gezogen, der Malzahar macht jetzt hier nochmal ordentlich Schaden. Aber Quadra-Kill für den Sylas hier, also der hat hier einiges an Gold bekommen. Und selbst die Jinx konnte mit Flash, mit Heal, mit, wie heißt es, QSS, die Wayne, sorry, konnte hier nicht mehr rauskommen. Also, sie haben Baron gerade noch mitgenommen, aber Niki, ich habe mir ein paar Punkte in meinem Kopf notiert. Erstmal das krasse Play, ganz klar, Flash, W von Maokai, insanes Play am Start, um die Wayne zu killen. Dann der zweite Punkt, warum, also Double Objective, wenn sie jetzt draus was machen, habe ich nichts gesagt. Dann löscht einfach die letzten zwei Minuten von mir. Da habe ich nichts gesagt. Aber wenn sie jetzt schaffen, nicht das Game zu finishen, dann sage ich, warum habt ihr nicht versucht zu finishen? Denn man hatte 40, 50 Sekunden teilweise Zeit. Klar, der T2, der steht immer noch. Aber in der Jinx bist du super fast am Objective. Machen jetzt natürlich zwei Minuten, ne? Den Baron noch am Start. Aber Elder Drake, den kann man vielleicht aussitzen auf seinen von ESQ. Den kann man vielleicht so lange warten, bis der erste in dem Bett weg ist. Und dann ist der Elder Drake vielleicht schon wieder weg. Elder Drake, ja. Der Baron wird schwierig. Also wir sehen jetzt hier, da wird ordentlich gepokt und da kriegt man einiges an Damage mit. Man kann sich jetzt hier den ersten Inhib-Turret sichern. Ich weiß nicht, ob man weitergeht. Ich denke, es sieht so aus. Den Inhib nimmt man auf jeden Fall immer noch mit. Und jetzt geht man tatsächlich nicht für den Finish-Versuch. Jetzt versucht man es irgendwie safe runterzuspielen. Man will hier vielleicht nichts overaggressive spielen. Trotzdem wäre jetzt natürlich der Zeitpunkt. Man hat noch 1,5 Minuten Baron. Ich weiß nicht, so eine halbe Minute müsste man noch Elder haben. Und
das ist jetzt auf jeden Fall eine Entscheidung. Weiß ich nicht, ob die so worth war. Ja, man will jetzt versuchen, Botlet, den Inhib noch mitzunehmen. Mit Baron, wie du gesagt hast, eine Minute noch gut am Start. Eldert weg, der müsste jetzt gefühlsmäßig gleich weg sein. Also lang sollte der auf jeden Fall nicht mehr halten. Ne? Ich glaube, er ist jetzt dann sogar schon fast weg. Also man sieht ihn noch ein bisschen flimmern. Er ist noch am Start. Das heißt, ESQ will sich hier noch nicht in den Fight stürzen und will hier vielleicht nochmal kurz warten. Jetzt zieht man sich aber zurück auf Seiten von ESC. Eldert weg müsste jetzt weg sein. 50 Sekunden Baron noch. Man hat zwei Inhibs bekommen, aber man konnte das Spiel nicht finishen. Und es besteht immer noch die Gefahr, dass ESQ mit einem Full Build Orn, mit voll upgraded Items, irgendwie dieses Spiel noch gewinnt. Ja, auch wenn sie es diesmal besser spielen. Ich meine, der Warwick hat da versucht, mit der Ult irgendwie was zu machen, ist aber instant gestorben. Das war natürlich eine Sache. Der Maokai hat, wie gesagt, auf die Wayne geflasht, die natürlich extrem weit hinten zwar stand, aber trotzdem eigentlich keine Chance hatte, wurde da ins Team geworfen. Aber auch die Wayne kommt jetzt hier ordentlich an Items, ist fast Full Build. Und wie du es angesprochen hast, wenn der Orn auch noch ein, zwei Items bekommt, eins fehlt ihm, glaube ich, noch, jawohl. Und dann wird es natürlich nochmal spannend, weil der Malzahar hat vorhin auch noch in diesem 1 gegen 3 extrem viel Damage gemacht. Hat jetzt auch seine Rabadons zur Verfügung. Wie du gesagt hast, könnte nochmal spannend werden. Die Objectives sind jetzt ausgelaufen. Baron ist weg, Elder ist weg und jetzt wird es nochmal spannend. Ja, wichtig wäre auch für ESQ, wenn der Warwick endlich mal besser ins Spiel reinkommt. Hat zwar zwei Pingwards am Start, das ist natürlich lobenswert, aber ihm fehlen zwei ganze Items noch, oder beziehungsweise eineinhalb Items. Man versucht jetzt hier zu engagen vielleicht sogar, will auf die Jinx gehen, die hat aber Flash zur Verfügung. Das könnte fatal sein, denn die steht jetzt hinten und macht super viel Damage. Aber auf der anderen Seite Malzahar, der kriegt tatsächlich den Maokai down. Jetzt aber der Olaf mit dem nächsten Kill, 2-1 straight bis jetzt. Und der Warwick, der hält relativ viel aus, das ist gut. Die Vayne, die macht super viel Schaden, ein Autotech wäre es noch gewesen auf den Sylas. Das kann doch nicht sein, dass sie immer rauslacken auf beiden Seiten. Und auch die Leona mit 10 HP am Start. Ja, 2-2 Trade letzten Endes. Also, aber währenddessen fällt tatsächlich von den Minions der erste Nexus Turret. Also dadurch nochmal worth für ESC, würde ich sagen. Trotzdem hier chaotischer Fight. Der Sylas hat rausgelackt, die Leona ebenfalls. Und jetzt kommt der TP durch. Man kann sich jetzt hier wahrscheinlich den dritten Inhib sichern. Und ich weiß nicht, man geht rein auf die Jinx, man trifft sie, aber da ist kein Follow-up da. Sie hat kein Flash zur Verfügung, kein QSS. Wenn man da reingehen kann, dann kriegt man die Jinx auf jeden Fall down. Und der Dot, der macht super viel Schaden. Half-Life sofort auf der Jinx. Man will jetzt da hinterher gehen, geheilt. Flash, Malzahar Ult, Shutdown am Start für die Vayne. Jetzt muss man den Olaf irgendwie noch kiten. Der Flash auf den ADC kriegt ihn auf jeden Fall down. Jetzt im GA am Start. Man muss aber auch die Base defen. Das Timing stimmt nicht ganz. Und die Frage, wie lange braucht man, um ihn hier zu killen? Kriegt man ihn überhaupt down? Man kriegt ihn jetzt down. Aber man muss die Base defen, sonst hat man gleich Open Nexus. Aber guter Fight von ESQ. Ja, Shutdown, Shutdown. Man, wie gesagt, die Leona ist jetzt hier draufgegangen. Auf die Jinx hat die Option genutzt, dann hat sie aber ziemlich rausgeflasht oder sowas und dann kam natürlich kein Follow-up und dann erst durch die Malzahar Flash Ultimate konnte man sich hier die Jinx letzten Endes sichern und es war ein fetter Shutdown für die Wayne, die allerdings danach trotzdem noch vom Olaf gewonnen wurde. Also wir können jetzt langsam das Minigame spielen, wann wird der Warwick Full Build? Also das kann noch ein bisschen dauern, Jungs. Weil die Jinx, die ist jetzt full Build. Also die hat die Boots verkauft, die denkt sich, Seal ist OP, ich kaufe einfach keine Boots, Seal reicht mir an Movement Speed. Die hat jetzt 6 Items am Start, 6 Damage Items, die macht jetzt super viel Damage. Aber wenn die Leona irgendwie auf sie draufkommt, aktuell kein Flash Heal, QSS jetzt dann wieder ab. Aber das könnte auf jeden Fall eine Option für sie werden. Malzahar super stark, jetzt dabei Full Build, auch die Vayne Full Build, also 2 Carries, die jetzt richtig gut dabei sind. Man hat den Maokai gerade gewonshottet, Niki, vor dem Fight. Eine Ewigkeit überlebt, gerade gewonnen schon. Jetzt geht's an den Elder Drake. Das wäre eine gute Möglichkeit. Vayne ist aber nicht da. Die muss die Base defen. Das könnte riskant werden. Olaf aber auch nicht am Start. Man will's gegen den Jungler richten, dass der Jungler nicht da ist. Warwick, der fällt dabei jetzt vielleicht schon. Jinx kommt ab zu. Man will den Drake bekommen, kriegt ihn auch. Aber jetzt die Frage, kann man den Teamfight gewinnen? Jinx, die macht super viel Damage. Kriegt jetzt sie alle down. Auch der Orn, der überlebt das Ganze nochmal super knapp. Elder Drake am Start für ESQ. Aber die Frage, war das worth? Zwei Member leben noch. Das könnte das Game sein. Man hat es probieren müssen. Ich meine, die Wayne hätte da followen müssen, aber dann wäre wahrscheinlich auch die Base gefallen. Aber trotzdem, wenn man hier ESC einfach so den Elder Dragon mitgibt, dann wäre es, glaube ich, eh vorbei gewesen. Und das war jetzt auch sehr gut gespielt. Die Wayne, wie gesagt, stirbt hier fast an den Minions. Also mittlerweile so viele Super Minions da. Der Maokai geht nochmal rein. Einfach finishen können. Die Jinx kommt von der Seite nochmal. Maokai, der kriegt zwar super viel Damage. Elder Drake, der kriegt da nochmal den Kill auf den Maokai down. Aber es hat ein Ende, Niklas. Ich hab's nicht geglaubt, aber es geht so in 48 Minuten. ESC gewinnt dieses Spiel.